Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt. Und zwar geht es mal wieder um einen Karrieremodus und diesmal dreht sich dieser Karrieremodus um Real Madrid. Wir machen die Trainerkarriere und wir wollen jetzt nicht irgendwie FIFA 16 Karriere und globales Dingsbums haben. Wir wollen einfach ganz normal spielen. Wir werden heute mit Real Madrid werden wir anfangen, eine kleine Karriere zu machen. Mir ist nämlich aufgefallen, ich habe ja die BVB-Karriere gestartet und mir ist aufgefallen, dass da ziemlich viele unrealistische Transfers gefordert wurden. Also ich wollte eigentlich die BVB-Karriere relativ realistisch machen und dann kamen dann so Vorschläge, Transfervorschläge wie Messi, hol doch was weiß ich wen. Und wenn man irgendeine Karriere irgendwie realistisch machen möchte, dann passt das halt nicht. Lionel Messi wird niemals zum BVB wechseln. Und deswegen habe ich mir überlegt, okay, welcher Verein tätigt denn größtenteils unrealistische Transfers oder beziehungsweise Transfers, die man so nicht erwartet hätte und er kauft viele Spieler in der Regel. Dieses Jahr war es ein bisschen anders. Real Madrid hat nicht gerade groß eingekauft, muss man sagen. Aber die letzten Jahre zuvor wurden immer Spieler eingekauft, die Real Madrid eigentlich gar nicht nötig hatte. Und deswegen habe ich mir überlegt, machen wir eine Real Madrid-Karriere und starten mal voll durch. Und unser Ziel ist natürlich ganz klar Champions League gewinnen. Die Liga Santander gewinnen und so weiter und so fort. Also das sollte eigentlich so das Ding sein. Ihr werdet wahrscheinlich sagen, so ist doch total langweilig, Real Madrid. Ja, kann ich euch zum großen Teil recht geben. Wir werden das so handhaben, dass wir nicht gegen alle Mannschaften spielen. Also gegen irgendwelche Dorfclubs aus der spanischen Liga werden wir nicht antreten. Das ist halt so das Ding. Die La Liga ist halt ein bisschen unausgegoren, sage ich mal. Also der es ist nicht gerade, also es gibt halt die drei, vier großen Vereine in der La Liga, die halt richtig, richtig gut sind. Der Rest ist dann halt ein bisschen schwierig und deswegen werden wir halt nicht alle Spiele machen. Wir werden zum großen Teil werden wir simulieren, beziehungsweise ja doch eigentlich schon simulieren. So, und ich habe mir überlegt, dass wir jetzt eine Halbzeitlänge 5 Minuten machen oder 4 Minuten. Ne, machen wir mal 5 Minuten und dann wird es hier komplette Gameplays geben. Und europäischer Wettbewerb in erster Saison, das machen wir natürlich auch nochmal. Dann gucken wir mal. Ja, das sieht doch eigentlich ganz ordentlich aus. Das ist komischerweise die gleiche Gruppe wie in der BVB-Karriere. Wenn man sich das mal anschaut, ZSK Moskau, Sporting, Ajax, das haben wir in Dortmund, in der Dortmund-Karriere auch so. Naja, dann lassen wir das einfach mal so, dann ist das alles in Ordnung. Wir spielen auf Weltklasse erstmal. Ich denke mal, dass wir relativ schnell auf Legende hochmachen. Einfach damit es auch ein bisschen spannender wird in den Spielen. Und ansonsten bleibt eigentlich alles gleich. Ja, auf jeden Fall will ich definitiv Großes schaffen mit dem Real Madrid. Wir wollen einkaufen ohne Ende. Also das ist halt jetzt in dieser Form eine unrealistische Karriere, würde ich mal sagen. Aber Real Madrid, wie gesagt, die kaufen ja auch ein, wie sie wollen und was sie machen und überall alles und so. Und das werden wir halt mit Real Madrid auch machen. Und dann halten wir die BVB-Karriere realistisch und eine weitere Karriere wird auch noch kommen. Die halten wir genauso realistisch. Diesmal haben wir jetzt einfach hier eine Karriere, wo wir alles kaufen, was nicht nied- und nagelfest ist. Wir gucken uns gleich erstmal den Kader an und dann schauen wir mal, wo wir vielleicht nochmal ein bisschen was dran arbeiten können. Ich denke mal so, ja, die Stammelf, die Startelf ist natürlich glasklar, ist natürlich, ja, da braucht man glaube ich nicht viel tun. Ihr habt auf jeden Fall die Aufgabe, dass ihr ein paar Kommentare schreibt, welche Spieler wir denn verpflichten wollen. Ich habe da zum Beispiel einen Griezmann im Kopf, den wir irgendwie verpflichten könnten und so weiter. Die einzige Vorgabe ist, keinen Spieler von Barcelona zu kaufen. Solange ich mich erinnere, hat Real Madrid echt, glaube ich, noch nie irgendeinen Spieler von Barcelona gekauft. Ich glaube, das ist so ein No-Go bei Real. Deswegen werden wir das hier auch nicht machen. Aber ansonsten ist alles frei. Ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Vorschlagen, was ihr wollt. Ob es jetzt junge Talente sind oder große Stars. Wir werden alles irgendwie mal anschauen. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz auf die Vorbereitungsturniereinladung. Wir können 12,5 Millionen mitnehmen. Ich denke mal, das passt auch so.
Ja, die größeren Vereine sind, glaube ich, eher hier. Hier sind dann ja Inter Mailand, Wolfsburg, Liverpool. Ich denke mal, das passt schon. Ich denke mal, wir nehmen das mit dem 12,5 und dann kriegen wir das schon hin. Wir gucken uns jetzt gleich den Kader an. Dann sage ich euch ganz kurz, was ich mir so vorstelle, wen wir dann so verpflichten könnten. Und dann sind wir eigentlich auch schon dabei. So, ich möchte mich vorstellen, bla bla bla. Erster Scout-Bericht ist auch bla bla bla. Wir hauen das mal ganz kurz aus den Nachrichten raus. Scout-Bericht brauchen wir uns erstmal nicht angucken. Das machen wir alles schön selber. Hier sind die Sachen, okay, alles gut. Das schauen wir uns auch gleich an. Was sich denn unser Vorstand so vorstellt, was wir alles erreichen müssen. 200 Millionen sehe ich an Trikotverkäufen, alles klar. Aber wenn wir große Stars verpflichten, das wird dann auf jeden Fall schon kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Wo sind denn die... Ach, da sind die Vorstandserwartungen. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Champions Cup muss gewonnen werden. Copa de España muss gewonnen werden. Ligameister sollen wir werden, okay. Das sind auf jeden Fall die spannenderen Matches, würde ich sagen. Also Ligameister gegen Barcelona ist ja ganz klar. Da müssen wir ran. Gegen Atletico müssen wir ran. Auch gegen Valencia und so weiter. Das werden wir alle spielen. Wir werden auch so eine kleine Regel noch einführen. Wir spielen gegen alle, die unter den besten 10 in der Liga sind. Also Platz 1 bis Platz 10, wenn wir da gegen irgendeinen Verein spielen sollen, dann werden wir dieses Spiel dann auch komplett spielen und dann kriegt ihr dann wieder ein bisschen Gameplay dazu. So, verpflichte 3 Spieler mit einem Potenzial von über 75 in deiner Nachwuchsmannschaft und sorge für eine Verbesserung ihres Gesamtwerts um mindestens 10 Punkte. Krass, okay? Erziele in einer Saison 200 Millionen Einnahmen aus Trikotverkäufen, das haben wir ja schon. Champions Cup Pokalsieg. La Liga, Ligameister werden und den Pokal müssen wir auch holen. Wir müssen also alles gewinnen, was irgendwie zu gewinnen gilt. Das sollte das Ziel sein. So, das nächste Spiel oder das erste Spiel werden wir tatsächlich gegen Liverpool machen. Ich denke mal, das können wir tatsächlich auch spielen. Ihr habt ja sowieso erstmal Zeit, noch ein bisschen was in die Kommentare zu schreiben und so weiter. Ich denke mal, dass wir die Folgen alle 2 Tage raushauen. Also ihr werdet alle 2 Tage dann von Real Madrid ja, eine Folge kriegen, das heißt also BVB-Karriere weiterhin jeden Tag, dann alle 2 Tage Real Madrid und dann nochmal alle 2 Tage, da ist ja noch ein Platz frei sozusagen, werden wir eine andere Karriere noch machen, die werde ich euch dann in den kommenden Tagen und so weiter vorstellen, aber so ist erstmal der Plan, täglich BVB, alle 2 Tage Real Madrid. So, jetzt gucken wir den Teambericht an und schauen wir uns mal an, was wir alles so im Team haben. Da sind auf jeden Fall einige Spieler, die auch ziemlich gut sind. Keylor Navas ist unser Torhüter mit einer 85. Kiko Casilla ist mit einer 79 am Start. Sind beide 29. Ruben Jannes ist der Backup-Torwart. Ja, passt schon. Ich glaube, auf der Torwartposition habe ich mir überlegt, holen wir doch noch jemanden. Und es wird ganz viel Donnarumma halt auch vorgeschlagen. Vielleicht sollten wir den tatsächlich auch verpflichten. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben und dann werde ich mir das mal anschauen. Dani Carvajal als rechter Verteidiger ist 24 Jahre alt, 83 ist super. Danilo ist super, quasi als Backup, das passt schon. So, jetzt haben wir einen 33-jährigen Pepe, einen 30-jährigen Sergio Ramos, Rafael Varane als quasi Backup zu den beiden. Nacho Fernandes ist eigentlich auch kein schlechter. Philipp Lienhardt, den kenne ich persönlich gar nicht. Ist das ein Deutscher? Nein, oder? Ich weiß es nicht. Diego Llorente ist ausgeliehen. Der wäre auch noch dann zur Verfügung. Den könnten wir eigentlich zurückholen, aber ich glaube, das brauchen wir auch nicht so. Jesus Vallejo von Frankfurt ist auch noch in der Innenverteidigung. Ansonsten, ich glaube, diesen Philipp Lienhardt, den können wir mal auf die Leihliste setzen. Erstmal für ein Jahr. Den brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Wir haben auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 4 Innenverteidiger. Das dürfte erstmal reichen. Vielleicht können wir da noch einen Innenverteidiger zu verpflichten. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wen ihr da seht. Marcelo, 86er, LV, 28, ist natürlich auch eine feste Größe, genauso wie Fabio Coentrao. Alvaro Tejero, den werden wir wahrscheinlich nicht spielen lassen. Den setzen wir mal auf die Leihliste. Ansonsten ZTM ist Casemiro, 24 Jahre alt, 82, auch gut. Lucas Silva, 74, Gesamtstärke 23 Jahre alt. Ansonsten Lucas Toro, der ist schon ausgeliehen. Lucas Vazquez als ERM. Alvaro Jimenez, ich glaube, den können wir, ach nee, den haben wir ausgeliehen, okay. Nee.
Achso, den haben wir schon ausgeliehen. Alles klar, okay, das passt schon. Luka Modric, ZM, feste Größe, definitiv. Den will ich gerne behalten, genauso wie Toni Kroos natürlich. Kovacic ist ein sehr, sehr talentierter junger Mann. Auch auf der ZM-Position auch gut. 22 Jahre alt, können wir behalten. Alex Febers, würde ich sagen, leihen wir auch aus, zeigt ein großes Potenzial. Das soll er mal bei einem anderen Verein erstmal beweisen. Enzo Fernandes, für ihn gilt genau das Gleiche. Er ist LM, 21 Jahre alt, können wir auch erstmal ausleihen. Bourgui spielt bei Gijón. Auch guter Junge. James Rodriguez, ZOM, 24 Jahre alt. Ich habe das Gefühl, der ist schon Ewigkeiten irgendwie im Profifußball und bei Real Madrid und sonst wo. Aber er ist letztendlich immer noch 24 Jahre alt. Das ist total krass. Den behalten wir natürlich auch noch im Verein, ist ja ganz klar. Marco Asensio, Riesentalent, 20 Jahre alt, 81 Gesamtstärke, ZOM. Den behalten wir definitiv, genauso wie Isco. Isco habe ich auch das Gefühl, dass er seit Ewigkeiten schon irgendwie in der Weltklasse spielt. Er ist auch erst 24, das ist total krass. Martin Ødegaard, ich denke mal, den behalten wir selber auch im Verein. Den brauchen wir jetzt nicht ausleihen. Den können wir auf jeden Fall pushen. Ist 17 Jahre alt, Riesentalent. Gesamtstärke 70, der kann sich extrem gut entwickeln. Behalten wir im Verein, den pushen wir selber. Sergio Díaz, ich glaube, den können wir auch ausleihen. Zeigt auch großes Potenzial, ist Stürmer. Jo, passt schon. So, Gareth Bale, natürlich, ganz klar. Feste Größe bei uns, der wird auch nicht verkauft oder sonst was. Alles gut. Benzema ist am Start. Neben Benzema hätte ich vielleicht sogar noch gerne einen weiteren Stürmer. Wir haben Alvaro Morata natürlich, aber ob das so reicht, weiß ich nicht. Mariano, ich denke mal, den packen wir auf die Leihliste. Der wird nicht unbedingt viel spielen, vor allem wenn wir eventuell noch einen Stürmer verpflichten sollten. Wir werden hier richtig ausrasten, Freunde. Wir werden richtig, richtig ausrasten. Wir werden Gas geben. Wir werden viele Spieler kaufen und verkaufen. Nee, verkaufen eher nicht, aber kaufen. Alles, was irgendwie unrealistisch ist, kommt in diese fucking Karriere. Also da bin ich auf jeden Fall mal gespannt auf eure Kommentare und ob ihr Bock darauf habt. Das ist eigentlich so das Wichtige. Ihr solltet Bock darauf haben. Ich habe auf jeden Fall Bock, hier mal ein bisschen Real Madrid zu machen. Dann ist es mal ein bisschen Abwechslung zu der BVB-Karriere. Und ich denke mal, das passt schon eigentlich so. Judy, hier haben wir also unseren Verein, haben wir unsere Spieler. Wir gucken mal ganz kurz, was wir alles hier so an der Grundordnung verändern können. Ich denke mal, da braucht man nicht unbedingt viel machen. Ronaldo, Benzema, Bale, Modric, Rodriguez, Kroos, es ist eine Top-Mannschaft. Da braucht man nicht unbedingt viel, glaube ich, ändern. Varane könnte noch rein, vielleicht für Pepe. Von Pepe halte ich nicht sonderlich viel und Varane ist auf jeden Fall ein Spieler, der sich noch richtig krass entwickelt. Und Kovacic kann noch, Ødegaard kann noch, also das ist richtig krass und ich denke mal, dass wir einige davon immer mal wieder spielen lassen. Ich meine, die Grundmannschaft, die ist ja super gut, also von daher, wenn ihr für einen Modric mal einen Ødegaard spielt, das ist ja total Jacke wie Hose, also das juckt ja keinen. Dann ist Real Madrid immer noch super krass. So viel dazu, dann hätten wir das schon mal alles erledigt. Ich denke mal, dass wir jetzt mal ganz kurz ein Scouting-Netzwerk uns aufbauen. Mal gucken, was wir da so haben. Erfahrung, das sieht gerade nicht so gut aus. Ja, da würde ich gerne bessere Scouts noch haben, aber das wird anscheinend nichts. Erfahrung 3, Einschätzung 5. Ich hätte gerne 2 5 Sterne. 5 Sterne bei beiden Sachen. Sonst macht das alles keinen Sinn. Wir sind ja Real Madrid. Wir wollen ja richtig krasse Sachen hier machen. Also von daher, naja, gut. Judy, da hätten wir uns einen Überblick verschafft über alles. Ich denke mal, die Aufstellung passt auch so. Das nächste Spiel, das erste Spiel, wird direkt gegen Liverpool sein. Ich denke mal, um ein bisschen was zu machen, werden wir das auf jeden Fall spielen, um ein bisschen was auszutesten. Und wir machen mal ganz kurz ein Training. James Rodriguez ist immer noch ein vielversprechender Spieler. Den können wir immer noch trainieren. Das ist super krank. Für mich wäre der eigentlich fertig gewesen, aber wir können ihn sogar echt trainieren. Ansonsten müssen wir natürlich besonders, das machen wir schon mal ganz schnell, Varane reinnehmen, ganz klare Sache. Dann Ødegaard natürlich auch reinnehmen. Alles andere wäre totaler Quatsch. Wo haben wir Ødegaard? Da haben wir Ødegaard. Der wird dann Durchsetzen machen. Was haben wir noch so Schönes? Mariano sieht eigentlich sehr interessant aus. Könnte was werden. Asensio, ganz klar.
Den machen wir natürlich auch. Der macht auch durchsetzen. Und dann hätten wir jetzt nur noch eine Position frei. Tja, mein rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir den Casemiro herbei. Den Casemiro werden wir jetzt auch noch mal ein bisschen trainieren. Und dann hätten wir das auf jeden Fall durch. Und dann werden wir immer mal wieder wechseln hier, wen wir alles so durchtrainieren. Ich denke mal, Ødegaard wird sich super entwickeln und schnell entwickeln und die anderen werden das auch mal ein bisschen beweisen. So, ich würde sagen, damit sind wir auch erstmal durch mit dieser Folge. Schreibt mir bitte, 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 bitte in die Kommentare, wen ihr euch in dieser Karriere wünscht und was ihr alles haben wollt. Wir können wirklich ausrasten mit den Spielern. Wir können richtig ausrasten. Ihr wollt einen Kevin De Bruyne, wir holen Kevin De Bruyne. Wir wollen Rashford, wir holen ihn. Scheiß drauf. Wir rasten richtig aus. Wir haben sowieso... Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie viel haben wir denn? Wir haben 99,84 Transferbudget. Wir können vielleicht sogar noch ein paar Spieler verkaufen, auch wenn ich es ungern machen würde, aber wir haben auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten und ich denke mal, das kriegen wir dann auch hin. Juli, damit sind wir mit der ersten Folge durch. In der nächsten Folge spielen wir eine Runde gegen Liverpool und dann werden wir die anderen Vorbereitungssachen bis zum Finale, denke ich mal, simulieren. Dann hätten wir das auf jeden Fall, ja, vielleicht Inter Mailand noch, das finde ich auch noch gar nicht so schlecht. Aber Liverpool werden wir auf jeden Fall zum Einspielen und Eintesten der Mannschaft, werden wir das erstmal spielen und dann geht es dann weiter. Ihr schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr haben wollt und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut und ciao. Just let me off. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go. Oh, and tastemakers make us